Kabarett und Wein, so der vielversprechende Name einer weiteren Charity-Veranstaltung der Kiwanis-Christkirchen Hausruckkreis. Auf die Besucher warteten 7 auserlesene Weine und ein wahrer Angriff auf die Lachmuskeln von keinem Geringeren als Kultkabarettisten Peter Garleitner. Garleitner ist ein Österreicher, ist aus Rieda, also in nächster Nähe. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Lustige so nah ist? Mit dem Programm Heiratsgeschichten und andere Katastrophen blieb auch dieses Mal kein Auge trocken. Na, Heirat ist für mich keine Katastrophe, sondern eine wunderschöne Geschichte. Aber die Herausforderungen des Lebens, die kommen natürlich überall daher. Und ich erwarte mir einfach einen amüsanten Abend mit einem wortgewaltigen Kabarettisten und lass mich überraschen. Ja, wenn man verheiratet ist, dann hat man genug Heiratsgeschichten, glaube ich. Und auch jeder, glaube ich, weiß, wie es funktioniert in einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich bin mir sicher, dass das heute ein lustiger Abend wird. Es gibt ja doch das eine oder andere Klischee, wo sich sicher ein wenig drüber lustig machen wird. So gekriegt ist so ehrlich, wenn ich sterben darf, kannst du nur einmal mit einem anderen Mann schlafen. Sagt's aber, für das musst du nicht extra sterben. Ja, ich bin leidgeplagt, weil mir meine Frau verlassen hat im Programm. Meine Frau verlassen hat und bin absolut unfähig, allein zu leben. Und bin verzweifelt auf der Suche nach einer neuen Frau. Fängt man die dann? Die findet man mühsam, indem dass man in Haslingerhof fährt und so weiter. Letztendlich finde ich es mit Hilfe des örtlichen Pfarrers im erzkatholischen Polen. Neben all dem Spaß vergaß man aber nicht den ernsten Hintergrund der Veranstaltung. Die Einnahmen kommen wieder einem sozialen Zweck in der Region zugute. Ja, weil wir einfach unser Motto haben, wir dienen den Kindern der Region. Das Kiwanis-Motto ist, wir dienen den Kindern der Welt. Und darum machen wir auch diese Veranstaltung, damit wir einfach Gelder lukrieren, um Kinder, Jugendliche, Beeinträchtigte, aber auch Familien, die es nicht so gut haben, unterstützen können. Grundsätzlich haben wir mehrere Projekte immer parallel laufen. Aktuell haben wir aber gerade ein sehr großes Projekt, das also über mehrere Jahre geht. Das ist das Projekt Ben, wo wir einfach dem kleinen Burschen, der im Rollstuhl sitzt, einen Lift finanzieren und bauen und da die ganze Bauvorhaben auch begleiten. Kiwanis hat sich da sehr bewusst ein Projekt ausgesucht aus der Region. Das halte ich auch für wichtig. Und sowas kann man nur in jeder Form unterstützen. Ich halt in der Form, in der ich halt spiele. Wir sind selber betroffene Familien, wir haben schon mal was gekriegt von den Kiwanis. Und insofern freuen wir sich recht, dass wir heute eine Veranstaltung besuchen können, weil wir auch wissen, wir können einer anderen Familie da wieder weiterhelfen. In der heutigen Zeit ist das ganz, ganz wichtig, dass man an die denkt und die Leute, die einfach da spenden, die sind einfach für mich top super.